will das Wort perfekt nicht mit AfD in einen Zusammenhang bringen, aber die haben das ja teilweise perfektioniert, ihr Social-Media-Game auf diese jungen Menschen zuzuschneiden. Wie siehst du das hier auf Schleswig-Holstein bezogen? Was ist da euer Mittel, um junge Menschen vor der nächsten Landtagswahl abzuholen? Ich mache auch kein Geheimnis daraus, dass ich finde, wenn ich irgendwann mal in vielen Jahren als Ministerpräsident in den Ruhestand gehe, würde ich mich nicht grämen und sagen, ich habe im Leben nichts erreicht. Ich finde, einen schöneren Job als Ministerpräsident in Schleswig-Holstein zu sein, kann ich mir zumindest wirklich nicht vorstellen. Es ist natürlich schon bedauerlich, dass wir auf europäischer Ebene da noch nicht so weit sind, dass Binnengrenzkontrollen auch verzichtbar sind, denn eigentlich gehören sie zu meinem Verständnis eines freien Europas nicht dazu. Ich möchte auch, dass die Menschen wissen, dass ich das mache, dass man auch in einer solchen Position das tun kann und ich auch ein bisschen Vorbild sein möchte für andere. Aber mich gäbe es auch nicht anders. Also wenn man mir sagen würde, ich darf das nicht, ich muss immer arbeiten, dann müssten sich die Menschen einen anderen Ministerpräsidenten holen. Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort. Auf eine zweite Tasse Tee mit unserem Ministerpräsidenten, mit Daniel Günther. Lieber Daniel, herzlichen Dank, dass du dir erneut die Zeit nimmst und das erste Mal in meinem Torres Tea Time Tour mobil Platz genommen hast. Vielen Dank dafür. Moin, Tore. Ich freue mich, hier zu sein. Ungewöhnliches, ungewöhnliche Umgebung, aber wir halten das beide zusammen aus. Unbedingt, ne? Wir haben ja auch nur eine halbe Stunde, dann bist du entlassen. Deine Personenschützer gucken hier schon bedenklich rein, aber ich glaube, wir sind da ganz gut vor. Du hast eine Tasse Tee, da kann nicht viel passieren. Nein, die sind jetzt auch ganz entspannt. Vor allem, du hast schon das Schlimmste hinter dir, Plan B, den Landwirtschaftspodcast. Das stimmt, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Jetzt können wir über dich sprechen, jetzt können wir über die ganz große Politik sprechen. Nein, vorab, es ist kein Politik-Podcast hier. Es soll hier um die Menschen gehen in Schleswig-Holstein, um Personen, um dich. Und in unserem ersten Podcast vor knapp 2,5 Jahren haben wir da schon mal ein bisschen was erfahren von dir. Beispielsweise habe ich in Erinnerung, wenn es die Zeit mal zulässt, kochst du gerne Spaghetti Alfredo. Beispielsweise, du lebst mit deinen Kindern und mit deiner Frau ziemlich normal in einem Baugebiet, richtig? Das stimmt. Und da ist tatsächlich auch mal so zum Reinkommen die Frage, wie kann ich mir vorstellen, lebt ein Ministerpräsident im Jahre 2024? Kannst du ein ganz normales Leben führen? Ja, doch, das würde ich schon sagen, dass es ein normales Leben ist. Ich würde mal sagen, ich arbeite vielleicht ein bisschen länger und bin ein bisschen mehr unterwegs, als die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit eigentlich sein sollte. Das gehört dazu. Aber ich gebe mir auch immer alle Mühe, dass diese Normalität auch für die Familie da ist. Da mache ich auch kein Geheimnis draus, dass ich mir Tage wirklich blocke am Wochenende, wo ich nur für die Familie da bin, wo wir auch in unserem Neubaugebiet sind oder irgendwas in Schleswig-Holstein unternehmen. Und dass ich meine Tochter auch immer noch morgens in den Kindergarten bringe, das habe ich auch nie verheimlicht. Für mich ist das wichtig. Ich möchte auch, dass die Menschen wissen, dass ich das mache, dass man auch in einer solchen Position das tun kann, weil ich auch ein bisschen Vorbild sein möchte für andere. Aber mich gäbe es auch nicht anders. Also wenn man mir sagen würde, ich darf das nicht, ich muss immer arbeiten, dann müssten sich die Menschen einen anderen Ministerpräsidenten holen. Und das wollen wir ganz, ganz, ganz viele nicht, dass wir hier einen anderen Ministerpräsidenten haben oder bekommen. Aber nochmal darauf zurück, das kann ich mir so schwer vorstellen. Wenn ich weiß, mein Nachbar beispielsweise wäre der MP. Wie kannst du ein normales Leben durchführen? Auch du bist ja eigentlich, wie auch hier jetzt im Wohnmobil, unter ständiger Beobachtung. Ist das nicht mit starken Einschränkungen verbunden? Für deine Kinder, für deine Familie, für dich? Naja, es gibt natürlich ein paar Besonderheiten, die nicht normal sind. In der Tat, dass ich immer mit Menschen um mich rum, die mich beschützen, auch unterwegs bin. Das fragen mich auch mal ganz viele Leute, ob das nicht ganz fürchterlich ist. Ist es für mich überhaupt nicht. Ich treffe die häufiger als meine Familie, muss man ja sagen, ja. Weil ich einfach die Tage ja auch mit denen zusammen verbringe und das sind alles total nette Menschen, die einen super Job machen. Das ist für mich keine Einschränkung und ich habe vielleicht auch immer ein bisschen den Vorteil, dass ich halt mein ganzes Leben in Eckernförde verbracht habe und ich deswegen für die Menschen in Eckernförde keine Besonderheit bin. Natürlich sehen die Leute mich auch immer im Fernsehen, aber ich gehöre halt eher zum Stadtbild dazu
Du bist noch der Daniel. Für viele, also wenn ich in Eckernförde eine Veranstaltung mache, kenne ich mindestens die Hälfte der Leute mit Namen, eigentlich alle mit Vornamen. Und ich habe früher Handball da gespielt und so gibt es halt immer wieder Kontakte aus langen Zeiten. Kannst du das denn in Eckernförde noch Handball gucken? Einfach mal hinfahren? Muss das abgestimmt sein? Oder wenn du einkaufen möchtest, muss das abgestimmt sein? Bist du da alleine zu finden oder immer wirklich unter Beobachtung? Naja, ich bin ja ein freier Mensch. Das ist schon so. Aber es gibt wirklich auch diese Normalität, die ich auch in Eckernförde auch definitiv leben kann. Jetzt ist Handball ein schlechtes Beispiel, weil mich von meinem ehemaligen Handballverein schon häufiger mal angesprochen haben, dass ich mal beim Heimspiel zugucken soll. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber klar, das ist am Wochenende schon so. Das wird spontan entschieden. Bin ich auch mal am Strand oder in der Innenstadt oder esse ein Eis, wie jeder normale Mensch auch. Und das ist einfach so. Und mir ist es auch wichtig, dass diese Normalität auch für uns als Familie da ist. Okay. Handball gucken wird auch schwieriger, seitdem Holstein in der ersten Liga zu Hause ist. Wir sind jetzt am 12. September. In wenigen Tagen kommt der große FC Bayern hier hoch in den Norden. Und einige wissen, dass in deiner Brust zwei Fußballherzen schlagen. Einmal Holstein und einmal der große FCB. Wie sieht's denn jetzt am Wochenende aus? Naja, da sind die Sympathien klar bei Holstein. Und waren sie übrigens auch im DFB-Pokal, als Holstein die Bayern rausgeworfen hat. Das war ja ein trostloses Spiel da ohne Zuschauer, aber war natürlich trotzdem sensationell, wie die weggehauen haben. Aber nein, da gibt's gar keine zwei Meinungen. Da bin ich voll auf Holsteins Seite. Aber ich muss auch mal zu meiner Ehrenrettung sagen, dass ich glaube, dass vielen Menschen so geht, dass sie mal eine andere Bundesliga-Mannschaft im Herzen gehabt haben. Ich glaube, dass viele Holstein-Fans, wenn sie ehrlich sind, auch mal HSV-Fans waren, weil Holstein halt gefühlt in den Jahrzehnten davor nicht die gleiche Sportart gespielt hat. Da waren die einfach zu weit auseinander. Und dass die jetzt in der Bundesliga auf Augenhöhe spielen, verändert einfach viel. Und ich war früher auch beim HSV im Stadion, hatte eine Dauerkarte und jetzt war ich mit Holstein da. Holstein hat in Hamburg gewonnen gegen den HSV, ist jetzt aufgestiegen. Das hat einfach wahnsinnig viel verändert. Aber nein, ich bin Schleswig-Holsteiner, komme aus Eckernförde, war früher schon Holstein-Fan und jetzt in der Bundesliga umso mehr. Sehr gut. Dann noch einmal abschließend auf die beiden Personen vor unserem Wohnmobil zu sprechen zu kommen. Hat sich in den letzten Jahren da was verändert? Sind die seit einigen Monaten, seit einem Jahr, seit zwei Jahren noch vorsichtiger geworden? Hast du das Gefühl, es hat sich etwas verändert in unserer Gesellschaft, auch hier in Schleswig-Holstein, auch dir gegenüber als CDU-Politiker, als Ministerpräsident? Ist dir da was aufgefallen? Also die sind von Anfang an umsichtig und machen ihren Job großartig und haben immer im Auge, ob da irgendwie komische Menschen um mich rum sind. Das ist deren Job, das machen deswegen die professionell. Genau. Nö, auch das galt nicht für dich. Nein. Die wussten, dass du seriös bist. Nein, aber das kann ich wirklich nicht feststellen. Also ich finde schon, dass man merkt, dass es auch in Schleswig-Holstein durch Corona, die Zeiten, in denen wir uns befinden, es schon sichtbar auch mehr Menschen gibt, die so ein bisschen Distanz auch zur Politik auch körpersprachlich zum Ausdruck bringen. Das ist mit Sicherheit auch in unserem Land, da kann man nicht ganz zur Seite wischen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir in Schleswig-Holstein auch ein besonderes Land geblieben sind, mit unseren fast 3 Millionen Einwohnern schon auch entspannter sind als in anderen Teilen der Republik. Aber klar, russischer Angriffskrieg auf die Ukraine, all die Umwälzung und Veränderung, das geht auch an uns im Norden nicht vorbei und von daher, ja, ein bisschen Veränderung lässt sich, glaube ich, auch in Schleswig-Holstein feststellen. Wie stellst du das fest? Auf Wahlveranstaltungen oder auf Besuchen, wenn du irgendwo bist oder eine Eröffnung machst, wirst du da konfrontiert mit Rufen, mit Pöbeleien, mit Hate, wie es im Neudeutschen heißt? Naja, also ich bin ja zum Glück eher darauf angewiesen, dass ich das bei öffentlichen Auftritten mitkriege, weil ich ja nie ein Geheimnis daraus mache, dass ich von sozialen Medien gar nichts halte und dass ich versuche, mir sowas auch gar nicht oder so selten wie möglich anzugucken, um keine schlechte Laune zu haben. Das heißt aber schon, dass man das natürlich auch bei Veranstaltungen ab und zu mal merkt. Also ich habe auch im Landtagswahlkampf 2022 immer eine Traube von Leuten gehabt,
die, ich sag mal, so ziemlich alles verleugnet haben, was irgendwie mit Tatsachen zu tun hat. Keine Ahnung, Corona-Leugner, Leute, die aber auf der Seite von Russland gegen die Ukraine sind. Also so eine Handvoll Leute sind dann da immer mit dabei. Aber ich würde mal sagen, im Verhältnis zu das, was wir in anderen Bundesländern erleben, in Schleswig-Holstein wirklich auf einem niedrigen Niveau. Aber schon auch in unserem Land gibt es diese Störungen, gibt es die Leute, die mit keinem Argument zu erreichen sind, auch. Wir haben das bei der Kommunalwahl ja auch erlebt, wir haben es bei der Europawahl erlebt. Teil wenden sich schon auch von etablierten Parteien ab und sind bereit, auch ein Kreuz auch bei einer rechtsextremistischen Partei zu machen. Das finde ich natürlich nicht gut und werbe auch für was anderes. Aber auch bei uns in Schleswig-Holstein ist das ein Thema, was für uns eine Rolle spielt. Welche rechtsextremistische Partei meinst du? Wir haben ja im Moment eine, die besonders im Fokus ist. Von daher ist die ja bekannt. Aber nicht in Schleswig-Holstein. Oder? Nee, nicht mehr. Das ist ja das Gute. Wir haben die im Landtag ja auch gehabt. Richtig, jetzt gerade nicht, aber Landtagswahlen sind jetzt auch nicht mehr so ewig hin. Wenn man sich anschaut, wie gerade die Ergebnisse auch im Osten waren und wahrscheinlich wieder werden und wie sich das Wahlverhalten der ganz jungen Menschen verändert hat, gerade im Osten. Hast du da Befürchtung, dass sich da auch was verändern wird, hier oben bei uns in Schleswig-Holstein, wo es die populistischen Parteien oder auch die rechtsextremistischen Parteien bislang noch ziemlich schwer hatten? Nee, ich habe natürlich schon die Hoffnung, dass viele Menschen in Schleswig-Holstein auch registrieren, dass die Abwesenheit der AfD aus dem Landtag kein Verlust ist, sondern dass es ein Gewinn ist, weil wir jetzt nur Parteien im Landtag haben, die auch interessiert sind daran, die Probleme zu lösen und sie nicht nur zu beschreiben. Aber gefeit vor sowas ist man nie automatisch. Mir macht das echt Sorge, was da auch bei den Landtagswahlen in Sachsen und in Thüringen passiert ist. Und wir müssen alles dafür tun, damit wir Gesellschaft zusammenhalten, damit wir wirklich verhindern, dass Menschen wirklich auch in extremistische Bereiche abdriften. Und da ist meine Hoffnung schon groß, dass uns das in Schleswig-Holstein auch mit dem Schulterschluss der demokratischen Parteien gelingen kann. Denn es war ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass wir es beim letzten Mal hinbekommen haben, dass die AfD bei 4,3% am Ende gelandet ist und den Landtag ja sogar klar nicht erreicht hat. Und mein Ziel ist auf jeden Fall, Radikale weiter aus Parlamenten rauszuhalten. Das geht nur mit seriöser Politik, die wir hoffentlich in Schleswig-Holstein auch die nächsten 3 Jahre noch machen. Heranwachsende, die tagtäglich Stunden bei TikTok verbringen. Ich will mal die Behauptung aufstellen, holt man nicht zwingend mit seriöser Politik ab, sondern mit fetzigen Statements binnen 5 Sekunden, was veröffentlichen, ein Schnipsel aus einer Rede veröffentlichen, wie es die AfD, ich will das Wort perfekt nicht mit AfD in einen Zusammenhang bringen, aber die haben das ja teilweise perfektioniert, ihr Social Media Game auf diese jungen Menschen zuzuschneiden. Und da haben, finde ich, die etablierten Parteien, die demokratischen Parteien, echt noch Aufholbedarf. Wie siehst du das hier auf Schleswig-Holstein bezogen? Was ist da euer Mittel, um junge Menschen vor der nächsten Landtagswahl abzuholen? Ich glaube, man muss schon bedauerlicherweise zweigleisig fahren. Eigentlich habe ich den Anspruch, dass ich nicht auf das Niveau verfalle, den Leuten vorzugaukeln, dass man mit Wortschnipseln die Politik wirklich nachhaltig verändern kann. Aber ich glaube schon, dass man bestimmte Formate, die junge Leute stärker erreichen, nicht den Rechtsextremen überlassen darf. Von daher muss ich mich auch daran gewöhnen, dass auch solche Formate wahrscheinlich in meinem Leben eine Rolle spielen werden, so gerne ich das verhindern würde. Aber trotzdem bleibe ich auch auf dem zweiten Gleis, was mir wichtig ist, das persönliche Gespräch, in Schulen zu gehen, mit jungen Menschen zu sprechen, auch zu sagen, dass es eben keine einfachen Lösungen gibt, wenn es große Herausforderungen gibt. Und da, glaube ich, ist man gut beraten, diesen Diskurs auch zu führen, sich auch jeder Debatte mit jungen Menschen auch zu stellen. Und so haben wir es beim letzten Mal auch geschafft. Also es war ja 2022 jetzt nicht so, dass soziale Medien da gar keine Rolle gespielt haben. Und trotzdem haben wir bei der Landtagswahl ja bei jungen Menschen als CDU mit Abstand die meisten Stimmen geholt. Also man kann es ja auch schaffen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass man insbesondere mit diesem Gleis auch eine Menge bereißen kann, ohne das andere völlig auszublenden. Das brauchen wir auch.
Wenn du in den Universitäten bist, wenn du mal in der Schule bist, was sind Themen, die da an dich herangetragen werden? Was beschäftigt deiner Meinung nach die jungen Menschen hier im Land? Na, das ist, hat sich wirklich ziemlich gewandelt. Noch zur Landtagswahl war bei fast allen Jungwählerveranstaltungen das Thema Klimaschutz das Top-Thema. Das ist es auch bei jungen Leuten derzeit nicht. Sondern? Also bei der Europawahl, bei den Schulveranstaltungen war für mich tatsächlich fast ein bisschen überraschend. Ist es auch gar nicht überraschend, aber was ja ein Querschnitt der Gesellschaft auch immer ist, das Thema Sicherheit spielt eine erhebliche Rolle. Ich glaube, dass junge Menschen sich mit dieser veränderten Lage, Krieg in Europa... Außenpolitische oder innenpolitische Sicherheit? Beides. Ich glaube, das spielt schon beides für junge Menschen. Also junge Menschen haben Angst davor, dass es hier einen Krieg geben könnte. Junge Menschen machen sich davor Sorgen, vor Krieg. Das können wir alle, du und ich, gar nicht so nachvollziehen, weil das gehörte in meiner Jugend gar nicht mehr zum Denkmuster. Das war irgendwie weit weg, irgendwo in anderen Regionen in der Welt. Aber man kann das ja schon nachvollziehen, so diese Frage, kann so ein Krieg sich eigentlich hierher ausbreiten, dass das mit jungen Menschen was macht, ohne Zweifel, dass man sich mit Fragen wie Wehrpflicht wieder auseinandersetzen muss und dass wir mehr Rüstungsgüter brauchen, um unsere Bundeswehr zu ertüchtigen. Das sind gerade für junge Menschen natürlich Gespräche. Und das Thema Kriminalität auch in unserem eigenen Land spielt natürlich da auch eine erhebliche Rolle, weil junge Menschen natürlich viel stärker auch unterwegs sind, sowas auch persönlich im Erleben mitbekommen. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch verständlich, dass solche Themen eine große Rolle spielen. Aber das geht ja auch an der gesamten Gesellschaft nicht vorbei. Das sind ja die Themen, die für viele Menschen im Moment auch eine große Rolle spielen. Sind Grenzkontrollen denn der richtige Schritt, um das Thema Sicherheit, innere Sicherheit, um dem entgegenzutreten, um dann ein Zeichen zu setzen, okay, wir tun was dafür, dass ihr euch wieder hier im Land, in Schleswig-Holstein, auch sicher fühlen könnt. Wie stehst du zu diesem Thema, das ja eigentlich kommenden Montag losgehen soll für ein halbes Jahr? Naja, wir müssen uns jetzt ja erstmal angucken, was da genau von Seiten des Bundes auch gemacht wird. Das ist sicherlich nicht der einzige Schlüssel, um das Sicherheitsbedürfnis von Menschen zufriedenzustellen. Ich glaube im Übrigen auch, dass Sicherheit nicht nur was mit dem Schutz vor Kriminalität zu tun hat, sondern dass Sicherheit auch viel mehr mit Zukunftsperspektive, sicherer Arbeitsplatz, Wohlstand, medizinische Versorgung, ne, das ist, also ich würde den Sicherheitsbegriff immer deutlich weiter fassen. Aber natürlich spielt das Thema Grenzkontrollen auch eine Rolle. Gerade bei den Themen, die ja auch viele Menschen bewegen, Migration, Steuerung von Zuwanderung, wie schaffen wir es bei dem Bedarf, den wir haben, auch an Menschen, die aus dem Ausland kommen, es besser hinzubekommen, dass dann auch diejenigen kommen, die in unserem Land auch mithelfen, unseren Wohlstand zu erhalten, dass möglichst keine Kriminellen zu uns kommen und wenn schon welche versuchen, bei uns Schutz zu bekommen, wir dann auch wirklich sagen, also wer sich an unsere Regeln nicht hält und Leute mit einem Messer verletzt oder tötet, dass solche Menschen natürlich so überhaupt ihr Gastrecht hier verwirkt haben, dann da braucht man natürlich auch Instrumente wie Grenzkontrollen, damit solche Menschen dann möglichst schnell auch abgefangen werden und möglichst unser Land gar nicht erreichen. Von daher keine grundsätzliche Ablehnung dagegen. Aber es ist natürlich schon bedauerlich, dass wir auf europäischer Ebene da noch nicht so weit sind, dass Binnengrenzkontrollen auch verzichtbar sind. Denn eigentlich gehören sie zu meinem Verständnis eines freien Europas nicht dazu. Bildung, Wirtschaftlichkeit hier in Schleswig-Holstein ist ein Thema bei jungen Menschen. Wo kann ich arbeiten? Wie ist die wirtschaftliche Situation? In Schleswig-Holstein spielt Northvolt möglicherweise auch eine tragende Rolle. Wenn es so kommt, wie es kommen soll, erwartet Schleswig-Holstein 10.000 neue Arbeitsplätze im Zuge der kompletten Northvolt-Ansiedlung. Nun hat sich ein bisschen was getan, möglicherweise. Kannst du da einen kleinen Ausblick geben oder eine Entwarnung vielleicht geben, dass Northvolt kommen wird? Vielleicht ein bisschen verspätet, aber kommen sie? Naja, das Wichtigste ist ja, dass wir nach meiner festen Überzeugung durch unseren rechtzeitig eingeleiteten Weg hin zu erneuerbaren Energien einen riesen Standortvorteil haben, sodass
sich eigentlich niemand unter den jungen Menschen, über die wir gesprochen haben, Gedanken darüber machen muss, ob man hier in Zukunft einen Arbeitsplatz hat. Der Arbeitsmarkt steht allen offen. Im Prinzip gar keine Grenzen gesetzt. Man muss eher gucken, in welche Bereiche man Lust hat zu gehen. Überall ist was. Und daneben merkt man eben an solchen Ansiedlungen wie Northvolt, dass es wirklich ein solcher Standortvorteil ist, dass solche Unternehmen eben sagen, grünste Autobatterie kann ich nur da bauen, wo Strom aus erneuerbaren Energien in Überfluss ist. Von daher ist die Standortentscheidung von Northvolt für uns schon mal wirklich eine Auszeichnung gewesen und zeigt total. Eben, es wird auch andere Unternehmen geben, die nach Schleswig-Holstein kommen wollen. Wir sind ja mit Northvolt im Moment auch im ständigen Austausch. Auch an uns geht ja nicht vorbei, dass die Frage von Elektromobilität und wie entwickelt sich der Markt einfach in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren, ich sag mal, gewissen Schwankungen unterlaufen ist. Ne? Diskussion über aus vom Verbrennermotor, auch Investitionsentscheidungen, auch von Autobauern in Deutschland. Das ist eine Marktlage, die Northvolt sich angucken muss. Aber klare Aussage auch uns gegenüber von Northvolt ist, Heide ist davon überhaupt nicht betroffen. Klares Standortbekenntnis. Und einzig die Frage, ist der Zeitplan genauso einzuhalten, wie wir den verabredet haben? Das ist etwas, worüber Sie in Ihren Gremien auch im Moment sprechen wegen der Situation. Und da müssen wir eben abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich bin da immer noch sehr zuversichtlich, dass den Weg auch gehen wird, den wir miteinander verabredet haben. Eingangs in unserem kurzen Gespräch sagte ich, viele wünschen sich, dass du natürlich unser Ministerpräsident bleibst und sind froh, dass du es bist. Andere wiederum sagen auch, unser Daniel, der muss nach Berlin, der muss Kanzler werden, nicht der Söder, nicht der Merz, nicht der Wüst, das muss unser Daniel werden. Du bist jetzt 51, bist ein, wie ich wahrnehme, sehr beliebter Ministerpräsident. Nicht nur erst seit ein paar Jahren, schon länger. Wo soll die Reise noch hingehen? Irgendwann ist doch auch mal, was willst du hier noch mehr machen als Ministerpräsident? Ist denn nicht irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht für dich hier in Kiel? Nee, ich bin ja jetzt erst 7 Jahre Ministerpräsident. Ich habe ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich auf jeden Fall diese Legislaturperiode auch zu Ende dieses schöne Amt, was mir die Wählerinnen und Wähler auch mit einem guten Ergebnis beim letzten Mal auch gegeben haben, dass ich das auf jeden Fall auch die 10 Jahre machen möchte. Was danach kommt, weiß ich offen gestanden noch nicht. Aber ich mache auch kein Geheimnis daraus, dass ich finde, wenn ich irgendwann mal in vielen Jahren als Ministerpräsident in den Ruhestand gehe, würde ich mich nicht grämen und sagen, ich habe im Leben nichts erreicht. Ich finde, einen schöneren Job als Ministerpräsident in Schleswig-Holstein zu sein, kann ich mir zumindest wirklich nicht vorstellen. Und ich sag mal, die Bundespolitik ist für mich jetzt auch nicht so riesig reizvoll in dem Verhältnis zu dem, was ich hier als Ministerpräsident mache. Ich fremdel ja dann doch mit dem Berliner Politikbetrieb, wo man sich eher gegenseitig beschimpft, als an einem Strang zu ziehen, ja doch auch oft sichtbar. Und das, finde ich, ist schon etwas, was Schleswig-Holstein so spannend und reizvoll macht, dass wir da wirklich vernünftig zusammenarbeiten. Und das bedeutet mir halt total viel. Und Welche Wunschkoalition hast du für nächstes Jahr, für die Bundestagswahl? Also ich finde wirklich, dass ich da keine Wunschkoalition im Moment ausbildet. Ich meine, dass ich gerne mit Schwarz-Grün in Schleswig-Holstein regiere, das wissen ja viele. Ist immer noch so. Das ist immer noch so. Und das bleibt auch in den nächsten Wochen, Monaten so. Ja, absolut. Also die Zusammenarbeit ist wirklich ausgesprochen gut, weil wir hier mit pragmatischen Grünen zu tun haben und wir umgekehrt auch pragmatisch, liberal und modern als CDU sind. Und das passt einfach perfekt zusammen, passt auch perfekt zum Land. Und auf Bundesebene würde ich natürlich gerne mit einer demokratischen Partei regieren. Aber ehrlich gesagt, die Ampelpartei... Ist der BSW demokratisch? Naja, ich finde es schon skurril, dass ich sag mal, man über den BSW mittlerweile
positiver spricht als über die Linkspartei. Die Vorsitzende hat mal die kommunistische Plattform innerhalb der Linkspartei geleitet, ist jetzt ausgetreten, weil ihr die Linke nicht links genug ist und lässt sich jetzt von Russland steuern. Also finde ich jetzt keine sympathische Alternative und auf Bundesebene finde ich es wirklich völlig undenkbar, mit denen in irgendeiner Weise zusammenzuarbeiten. Aber ich gucke mir natürlich insbesondere die Ampelparteien an, weil das ja die Parteien sind, mit denen wir normalerweise regieren würden. Und viele andere Parteien sind ja auch nicht übrig dann. Sind auch nicht übrig und ich bin sowieso immer dagegen, irgendwelche Dinge auszuschließen, außer mit Rechtsextremen. Man muss ja am Ende eine handlungsfähige Regierung haben, aber auf Bundesebene muss ich sagen, da tun sich SPD, Grüne und FDP beide jetzt nicht besonders viel und dass sich da irgendeiner hervortut, wo ich sagen würde, na gut, in der Auswahl auf jeden Fall einer lieber, würde ich zum heutigen Zeitpunkt eher sagen, man muss mit allen diesen drei Parteien zur Not auch regieren können, aber ein Wunschpartner, finde ich, hat sich da in den letzten 3 Jahren überhaupt nicht rausgebildet. Hast du denn einen Wunsch, eine Wunschperson, mit der du mal eine Tasse Tee trinken möchtest? Denn im letzten Podcast, Daniel, sagtest du, würdest du gerne mal mit Helene eine Tasse Tee trinken. By the way, hat das stattgefunden? Nee, du, ich dachte, dass du das dann organisierst, wenn ich diesen Wunsch äußere. Ich hatte sie angefragt für heute. Und? Ich weiß nicht. Irgendwie kam das nicht durch, ne? Das gibt's ja nicht. Da bin ich wirklich ein bisschen enttäuscht. Ja, ich gelobe Besserung für den nächsten Wunsch, Teepartner deinerseits. Wen gibt es da bei dir, mit dem du möglicherweise mal wieder eine Tasse Tee trinken würdest oder noch das nicht geschafft hast? Wen gibt es da? Also ich würde mal sagen, ich mache es dir ein bisschen leichter als Helene Fischer. Ich würde mal sagen, beim nächsten Mal Kamala Harris als amerikanische Präsidentin und dann komme ich auch wieder. Das ist ja an sich nochmal eine Steilvorlage. Das ist deine große Hoffnung. Kamala, dass sie es wird und wie auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist es? Ich halte es für sehr wahrscheinlich. Also wie schnell die Stimmung gedreht hat. Wir hatten jetzt auch gerade das Duell, was sie ja auch selbst nach den Beobachtungen von eher den Republikanern nahestehenden Medien auch wirklich für sich entschieden hat. Und von daher drücke ich natürlich alle Daumen und hoffe, dass das Gute obsiegt und sie Präsidentin wird. Vor allem die amerikanische Helene Fischer, Taylor Swift, hat jetzt auch ihren Daumen hochgegeben für Kamala. Dann kann es ja eigentlich nur was werden. Was soll noch passieren? Herzlichen Dank, lieber Daniel Günther, für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time Tour bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland mit neuem Service hier. Also du bist der Erste, der daraus trinkt. Und das ist ja cool. Ja, das ist der Wahnsinn, ich weiß. Aber da steht ja Moin Moin drauf, sehe ich hier gerade. Ja, ein Moin zu viel, ne? Gilt doch schon als Schnacker. Eins, ja. Aber drin steht Moin. Da ist, also, und man trinkt ja die so. Die inneren Werte. Genau. Darum geht's. Sehr gut. Vielen Dank, lieber Daniel. Danke fürs Dankeschön, Tore.